So, ja, hallo, hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einem neuen VR-Playing. Und das nennt sich VR-Boy. Oh, so schnell geht's. VR-Bike. Wir fahren Motorrad. Und wir werden jetzt hier etwas schneller. Ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man hier so... Eigentlich, ja, am besten ist es vielleicht wirklich, einen ganzen Körper so zu kippen. Muss man noch ein bisschen ausprobieren. Mit dem Handy wäre das ziemlich einfach zu spielen. Aber so, schauen wir mal. Jetzt fahren wir 110, 90. Okay. So. Das ist vielleicht mit mehr Gefühl. So. Oh, der! Oh! Dieser Penner! Plötzlich fährt er rüber, ohne in den Spiegel zu gucken. Arschloch. Okay. Neuer Versuch. Immer noch 110. Ich will schneller fahren. Ich will nicht mehr hin. Ich guck das mal besser. Na, immerhin blinken sie. Aber, naja. Das sieht gut aus. Ich glaube, jetzt haben wir eine Chance, das zu schaffen. Oh, wie soll ich hier durchkommen? Ah, sehr schön. So, wir haben ja geschafft. Das ist, oh ja, jetzt fahren wir 130. Meine Güte. Oh, jetzt werde ich waghalsig. Wieso ist da eigentlich so ein fetter Mittelstreifen? Das gibt es dann später noch Gegenverkehr oder so. Ach, das brauche ich gar nicht machen. Das macht ja das Motorrad schon. Oh weh. Oh, habt ihr gesehen den Abstand? Das war ja echt heftig. So, nächstes Level. Wie schnell fahren wir jetzt? 140! Was jetzt noch geil wäre. Oh, scheiße. Wäre, wenn man nach links schaut, dass der dann auch nach links schaut. Oder nach rechts, dass er dann nach rechts schaut, dann könnte ich so nach dem Auto gucken. Das wäre cool. Das wäre mega. Aber so sitze ich eigentlich nur so da. Au. Das ist ein bisschen schade. Aber sonst ist es eigentlich ganz nett gemacht, finde ich. Das Spiel funktioniert, glaube ich, auch ohne VR-Brille. Sprich, wenn ihr sagt, oh, das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Ja, gut. Arschloch, du. Und es könnte dann natürlich sein, dass er dann sagt, ja, das will ich unbedingt haben, aber ich habe gar nicht die Brille. Ja, dann könnt ihr euch das Spiel trotzdem holen und es trotzdem ausprobieren. Es gibt viele solche Spiele, die so aufgebaut sind, mit Motorrädern, mit Autos. Also davon gibt es ziemlich viele. Die dann eigentlich auch meiner Meinung nach besser sind. Weshalb sich das jetzt vielleicht nicht unbedingt lohnt. Aber da es ja kostenlos ist, wieso nicht? Das finde ich ganz cool, dass es von diesen Spielen, von diesen VR-Spielen relativ viele Apps gibt, die kostenlos sind. Also um wirklich reinzuschnuppern, das finde ich wirklich ganz cool. Das finde ich eigentlich nicht verkehrt. Nur so kann man eigentlich die Leute dazu zu bringen, das mal auszuprobieren. Weil wenn man jetzt dann dafür auch noch 20 Euro zahlen müsste, dann würde sich jeder das vielleicht zweimal überlegen. Vor allem für so ein Spiel, das ist einfach nichts Besonderes. Aber es kommen noch viel bessere Spiele, also ich habe wirklich sehr viele rausgesucht. Oh, da werdet ihr euch noch freuen dürfen. Ich will mal hoffen, dass wir dieses Level hier mal noch schaffen. Vielleicht muss ich einfach mich mehr in diese Materie reinknien und einfach eins mit dem Spiel werden. Oh. Ui. Ach, ja. Nein! Oh, ah! Blaues Auto. Blaues Auto. Verdammt, das war aber knapp. Ich hätte es fast geschafft. Einmal probieren wir noch.
Also da unten steht auch, wie weit das noch ist. Vielleicht sollte ich nicht so waghalsig sein. Vielleicht einfach mal ein bisschen hier so langweiler machen. So Fahrradfahrer. Die Lücke ist mir zu eng. Mut zur Lücke! Oh, gleich liege ich. Oh, ja. Hey, da steht immer noch 2 Kilometer. Oh, Hände als Denkrad. Oh, schauen wir mal, ob wir da durchpassen. Ey, wir passen da durch. Ja, wir haben es geschafft. Juhu. Ja, nettes Spielchen. Ganz cool. Kann ich nur empfehlen. Macht mehr Spaß als das letzte, was wir gespielt haben, dieses Skydiving. Ja, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn euch das sehr gut gefallen hat, dann lasst mir ein Like da unten da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.